Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Together World of Tanks. Das letzte Mal hatten wir ja so eine hübsche Runde mit nur Level 1, wo sehr viele Tier 1 dabei waren. Jetzt haben wir eine hübsche Runde, wo fast nur Leichttraktor dabei sind. Also irgendwie, als ob wir uns mit dem Rest absprechen würden, aber nein, das tun wir nicht. Wir werden von dieser Seite aus nicht nach unten fahren, weil wenn wir hier runterfahren, sind wir ziemlich im Zielfeld der Gegner und werden nicht lange leben können. Von dem her würde ich sagen, fahren wir einfach mal hier oben den Berg entlang und hoffen, dass wir eine Chance haben, weil die Seite hier verliert meistens auf der Map. Aber es gibt immer Ausnahmen und Ausnahmen bestätigen die Regeln. Also versuchen wir es einfach mal. Der hier fährt mir so richtig schön im Weg und macht auch keine Anstalten, wieder wegzugehen. Aber hier mal zum Vergleich, unser Leichttraktor, den hier Leichttraktor, hübsche Geschwindigkeitsunterschiede beim Tunen, ne? Ich würde sagen, wir versuchen jetzt hier mal irgendwo hinter den Bergen versteckt zu bleiben und nicht direkt irgendwie so in die feindlichen Mauern reinzufahren. Aber schaut mal an, wie schnell sich der drehen kann. Das ist richtig schön. Also mit denen haben wir keine Schwierigkeiten. Wenn jemand von hinten kommt, haben wir uns schneller umgedreht als der geschossen. Ich würde sagen, ich bleibe jetzt mal hier oben. Boah, schaut euch das an, dieses Umdrehen, ey. Ein Glück. Jetzt versteckt er sich natürlich hinterm Haus. Ja, ich glaube, wir bestätigen diesmal wirklich die Regel, weil im Moment sieht so aus, als ob unser Team gewinnen würde. Aber bei World of Tanks kann auch einer noch 6 besiegen, also. Das haben wir schon geschafft. 12 gegen 8 Leute werden wir gewonnen. Gegen 12 waren es sogar. Es waren nicht 12. Doch, wir haben beide 6 Kills gemacht. Also es geht alles hier. Man muss nur genug Glück und teilweise auch Können haben. Es kommt immer drauf an, wie man als Gegner hat, wie gut die Gegner das Spiel kennen und können. Versuchen wir den da unten zu holen. Alle K essen mich hier, ey. Ja, bei mir auch. Wir haben nur 5% und dann oder 2 und dann bam. Ja. Aber irgendwie hat es nicht gewonnen. Ich habe noch keinen einzigen Schuss abbekommen, obwohl ich hier eigentlich die Front von unserem Team bin. Kannst du es bitte lassen? Es tut in die Ohren weh. Haben wir weggetan. Du lebst auch noch, ne? Mhm. Ach ja. Ach, der da drüben fährt gerade schön in mein Schussfeld. Bam. 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 Ich muss jetzt einfach raten, mit welchem Tempo der fährt. Wenn ich Glück habe, treffe ich ihn. Aha, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Feuererlaubnis erteilt. Ich sehe sie nicht mehr.
So, jetzt nehmen wir schon den Stützpunkt ein. Der da drüben ist tot. Der da hier wahrscheinlich auch gleich. Das muss wehtun. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wir haben sie nicht. Ja, er hat 7 Leben und dann Abpraller. Und jetzt versteckt er sich in einem Haus und nicht mal wieder KS. Alter, der tötet den noch. What the fuck? Alter, Mann. Okay, jetzt kill ich ihn. Ne, wir haben gewonnen. Ein Name. Ja, ich habe 0 Leben verloren. Hab 0 Kills gemacht. Aber schön Schaden ausgeteilt. Hier 5-mal, 1-mal. Alles Leichttraktoren, die ich angeschossen habe. Ich habe jetzt hier 2 Medium. Ja, mach das mal und ich guck auch mal kurz, ob ich mir den schon holen kann. So, die doch. Nein, dafür muss ich noch mit dem Cunningham ein bisschen spielen. Aber ich kann ja noch kurz hier Leichttraktor. Forschung. Weiter erforschen. Ah, ich hab PTSD 1, kann ich gleich holen. Und den hole ich mir auch mal gleich. Oder? Okay. Ja. Ja, ich kann nur forschen. Ich bin Geld mehr. Ja, ich habe jetzt hier auch schon gerade recht weit geforscht und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. Jo.